Moin, moin und willkommen zurück bei Sarah Mal. Ich bin Sarah, das ist Sebastian. Sarah Mal, Sarah Mal, Party Time, excellent. Yeah. Wie würde jetzt unsere Nichte sagen? Oh, das ist nur mein Onkel. Die wird auch noch größer. Ich Und guckt dann auch Wayne's World. Cooler Film. hoffe, ihr habt jetzt alle nicht ausgeschaltet oder abgeschaltet, umgeschaltet. Warum? Die Leute stehen drauf. Ja, und jetzt dachten wir mal wieder, es wird Zeit, mal wieder unseren Kickstarter-Fundus zu benutzen. Und zwar auch unsere langjährige, bei mir sind es inzwischen 13 Jahre Kickstarter-Erfahrung. Du bist so crazy. Und ja, du doch genauso. Ich bin noch crazier. Über 150 Crowdfundings auf meinem Zettel. Ja, und zwar ist es dann so, dann kommen ja einmal irgendwelche Stretch-Codes, die werden angekündigt und dann heißt es so, ja, total super, den Part macht jetzt Basti, wo man sich eigentlich immer freut, wenn das angekündigt wird. Was unnormal ist für uns, weil ich eigentlich eher der pessimistische Typ bin und sage eher die Optimistin bei uns im Team. Heute haben wir es mal geswitcht, Genau, weil. damit wir uns nicht crossen, habe ich dann gesagt, ich habe mir speziell die Sachen genommen, worüber ich mich nicht freue, sondern wo wir uns früher mal drüber gefreut haben, wenn das angekündigt wurde, und heutzutage denken, wenn das angekündigt wird. So wie wenn ich anrufe und sage, ich bin gleich zu Hause und Sarah dann so. Das stimmt überhaupt nicht, ich freue mich immer. Aber das sind halt wirklich so Sachen, da erzähle ich da auch mal die Geschichte dazu, weil dann die Erfahrung gemacht haben, so, dass sich das dann als unsinnig rausstellt oder was auch immer. Aber Man darf gespannt sein. möchtest du anfangen? Ja, meine Sachen sind natürlich nicht ganz so aufregend, weil das sind alle Sachen, die wir, glaube ich, alle insgesamt wahrscheinlich gut finden werden. Bis vielleicht mein fünfter Pick, da kann ich schon mal so ein bisschen orakeln. Der passt vielleicht auch nicht ganz in das Schema und da wird Sarah dann sagen, ich bin dumm. Aber da sind wir dann erst beim fünften Er Pick. disst sie heute die ganze Zeit selber von Ich mir. diss mich gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich Sachen drauf habe, die du als positiv drauf hast und die ich schon als so drauf habe. So, eine von den Sachen, also ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch wieder ein paar Spiele stehen. Sarah sieht die nicht, weil die sind mit so einer schönen Decke abgedeckt. Bei uns alles immer hochprofessionell. Die erste Sache, die ich habe, ist auch so ein bisschen so ein Pet-Peeve von mir, weil ich halt Drucker bin von Beruf. Und deswegen mag ich halt Sachen, die so Druckaufwertungen sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man irgendwie Spotluck hat Jetzt auf. kommt der Spotlight. Oder wenn man halt, wie zum Beispiel bei Root. Wenn man Screen-Printed Meeples hat, weil wenn ihr mal lest Screen-Printed Meeples, dann müsst ihr an mich denken, weil ich bin Screenprinter, ich bin Siebdrucker, das ist mein Job, das habe ich gelernt, mache ich seit über 25 Jahren und ich bedrucke halt vor allem Folien. Man kann aber im Siebdruck so ziemlich alles bedrucken, unter anderem auch Holz und deswegen stehe ich halt auch immer drauf, wenn diese Meeples, egal wie schön sie geschnitten sind, auch nochmal auf der Vorder- oder auf der Rückseite halt auch nochmal eine Bedruckung haben, um denen einfach noch ein bisschen mehr Charakter zu geben. Ich glaube, die von Wood kennt. Ja, es muss natürlich auch gut gemacht sein, weil wir hatten da auch schon ein Wenn ich Spiel, die schon da habe. wo das Auge dann irgendwie am Bauchnabel gefühlt war. Es sah ein bisschen strange aus, Ah, aber das kommt ja. natürlich immer drauf an. Das wird natürlich alles Wir industriell gemacht. freuen uns grundsätzlich eigentlich immer. Und ich werde das auch nochmal ein bisschen einblenden. Aber wenn man halt diese Katzen hat hier, mit diesen, wenn das einfach nur so ein blanker Meeple ist, dann ist er halt schön und gut. Ja. Aber wenn der Meeple dich dann auch noch böse anguckt, dann gibt das dem Spiel gleich noch einen ganz anderen Charakter. Und wenn du dann aufs Spielfeld guckst und dich gucken diese Katzen böse an, dann bist du gleich emotional viel mehr drin in diesem Spiel, als wenn du irgendwie nur auf pures Holz guckst oder noch schlimmer auf irgendwelche Wir Token. sind ja sogar so weit, dass ich Meeple-Sticker schon bestellt habe für Sachen, die nicht Ja, bedruckt das war sind. gerade mein Problem. Ich habe überlegt, boah, welches Spiel könnte ich jetzt rauslegen? Alles Das schon hat schon Sticker. Das hat bestickert. schon Sticker. Irgendwie hat alles mal einen Sticker. Root hat allerdings noch keine Sticker und da sind die Figuren, Ich finde glaube, ich, die brauchen ja auch besonders. keine. Genau, da finde ich diese Figuren auch besonders charakterstark, weil diese ganzen unterschiedlichen Fraktionen, die auch alle sehr, sehr sich unterschiedlich spielen, wo jeder im Grunde sein eigenes kleines Minigame lernen muss, sind auch alle so besonders bedruckt. Vor allem auch der Vagabund, glaube ich, heißt der, ne? Das ist diese neutrale Fraktion, die dann immer durch die Gegend rennt und jedem hilft und jedem schadet. Und die haben alle so ihre eigenen Designs und ihre eigenen Charakterstärken, die halt in diesem Screenprinting auf den Meeples drauf sind. Und das finde ich halt immer richtig cool. Also ich mag, wenn halt so eine Box irgendwie nochmal so einen Glanzlack drauf hat, vielleicht auch noch so einen Spotlack, der nur seinen eigenen Stellen ist. Das ist immer so ein Ding, wenn wir Unboxings machen. Dann bin ich halt, Ja. hoho, Das ist Spotlack. das, was wahrscheinlich die meisten völlig egal ist, aber bei Ja. uns ist natürlich so eine besondere Bedruckung, auch Metallbedruckung und so, Ja, ist wenn das cool. dann irgendwie noch foliert ist mit so einer Goldfolie oder so. Aber was ich halt wirklich sehr, sehr mag, weil ich einfach finde, das hebt nochmal die Qualität von einem Spiel nochmal so auf eine nächste Stufe, sind halt wirklich so bedruckte Meeple, weil es einfach, ich finde es einfach noch schöner. Ja, wenn es angekündigt wird, ist es schon immer schön. Ja. Ja, es ist auch schön, ein Spiel, was wir schon länger haben, da kommt jetzt mehr oder weniger so ein
ein Second Printing raus. Und dann kann man dann auch die Meeple, die nicht bedruckt waren, mit bedruckten Meeplen austauschen. Eigentlich auch schon gestorben. So, ich habe tatsächlich ein paar mehr Punkte. Das heißt, ich nehme jetzt meinen einen Punkt zusammen. Okay. Weil nimm dich zusammen. Sarah, nimm dich mal zusammen. Da werde ich wahrscheinlich auch einige... Schreibt in die Kommentare, wenn Sarah sich zusammennehmen soll. Ich weiß, immer. Ich weiß auch, bei einigen ist das so ein Lieblingsding. Und das ist, oh, neues Stretch Goal, jetzt kommt Stretch Goal. Als meistens extra Option dazu zu kaufen, Sleeves. Das wollte ich als positiv reinnehmen. Ja, das ist, wie gesagt, und das ist halt so ein Ding. Habe ich nicht. Weil... Ja, ist ja schön. Also es gibt ja die Besleever, die alles besleeven müssen. Und wir sind so Teilsleever. Das heißt, wir sleeven halt wirklich nur Karten, die... Wir sind doch so schlimm, wir machen teilweise noch Gummibänder um unsere ungesleeveten Karten. Das machst du immer. Dann die Leute immer, das sind Gummibänder drum. Und halt wirklich, zum Beispiel, wir spielen gerade Azerfields. Da sind dann die Decks, mit denen wir spielen, die sind halt gesleeved. Was hier geschaffelt werden muss. Genau, aber die Träume zum Beispiel an sich nicht, weil die hat man halt ein, zweimal draußen und das reicht. Ja. Und wenn dann so Sleeves-Packs angeboten werden, ich habe hier auch nochmal so als Beispiel, das war geil, glaube ich, ganz bei Chronicles of Brunnergon mit dabei. Und dann ist es ja auch so, High-Quality-Sleeves. Was verstehst du unter High-Quality-Sleeves? Ja. Da hast du halt manchmal Sleeves, die halt wirklich so gefühlt, da kannst du auch Zellophanfolie drumherum wickeln. Oder sind halt Hochglanz, weil wir inzwischen dazu übergegangen sind, eigentlich alles nur noch doppelmatt zu sleeven, damit man es halt auch erkennt. Allein auch schon wegen Fotos, oder weil wir haben ja auch ein Licht, was direkt runterscheint auf den Tisch. Und wenn das dann glänzt, dann sieht man oder hier ist ja das nichts. Fenster und wenn da das Licht durchscheint, dann kann halt der Glare so doll sein, dass du halt auf Glas-Gloss-Hüllen halt einfach nichts mehr sieht. Glas-Glas-Glanz. Ja. Und deswegen ist ja immer, wenn das kommt, dass ich so denke, so... Aber meistens ist es ja eine Option zum Dazukaufen. Was meistens dann nicht, was auch dazu passt. Das ist der Grund, warum ich das nicht genommen habe, weil ich mir dachte, dass das jetzt kommt. Ich bin gespannt, ob das das ist. Die Box wird dann vergrößert, damit die Karten mit den Sleeves reinpassen. Ich hätte eher gedacht, die Box wird nicht vergrößert und nachher passt es nicht und die Leute drehen durch in den Kommentaren, weil ihre gesleeveden Karten nicht mehr in die Box passen. Ja, es ist beides. Es ist halt positiv und negativ. Der beste Option davon ist es, wie bei Awakened Realms zu machen, wenn du die Sleeves dazu kaufst, kriegst du eine extra Box dazu. Wo die Sleeves drin sind. Wo die Sleeves drin sind und wo dann die Karten, wenn sie dann expandiert sind, reinpassen. Allerdings hast du dann eine zusätzliche Box und das passt nicht mehr alles ins Grundspiel. Naja gut, aber wie gesagt, es ist beides schlimm. Es ist dieses, es passt nicht mehr rein in die Kiste oder es wird größer gemacht. Du hast eine Riesenkiste und die ist halb leer. Was allerdings schon geil ist an Sleeves, die mitgeliefert werden, wenn die dann auch noch irgendwie so, so ein Thema haben. Also wirklich dann auch noch die Bedruckung haben von dem Spiel. Ja, das ist halt richtig super edel. Aber manchmal ist es dann halt auch so bei Super Fantasy Boy, da konntest du nur so Turnier Decks mit Sleeven und sonst halt nicht. Oder dann ist auch die Frage, kommt später eine Expansion raus, auf einmal gibt es die Sleeves nicht mehr, jetzt musst du dann selber dir irgendwie Sleeves besorgen. Stimmt, das schlecht. Deswegen finde ich halt, Sleeves ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, auch wie gesagt in Kombination mit den Boxen halt, weil du kannst es eigentlich nie einem recht machen. Wie gesagt, Awakened Realms macht es nach meiner Meinung als einziges richtig, dass sie halt eine Box gleich dazu geben, weil sonst ist es halt wirklich so, du kannst keinem recht machen. Also ich möchte auch, weil wir jetzt auch so Teilsleever sind, wir möchten jetzt auch keine leere Box haben. Wenn man aber alles sleeven will oder sleeven muss, dann ist es halt auch doof, wenn es halt nicht mehr passt. So, ja, ne? Wir kennen also einige Leute, die haben immer zig Boxen Sleeves zu Hause stehen. Wir haben auch einige, aber wir haben vielleicht nicht ganz so viele. In den Sammelkartenspielen, da wo auch Karten teilweise richtig teuer werden, Magic und ähnliches, da gibt es dann die Double Sleever. Die sleeven dann einmal und sleeven dann über den Sleeve nochmal einen drüber. Triple Sleever. Triple Sleever. Dann ist die Karte dann so dick. Triple Sleever. Ja, also das ist halt, wie gesagt, immer alles, was so mit Sleeves und sonst ist, für mich immer so ein zweischneidiges Schwert, dass ich halt immer denke so, muss das? Es gab auch schon Spiele, da sind zu wenig Sleeves geliefert worden, da hast du irgendwie zwei Karten übrig gehabt. Also es ist immer so, wo ich dann immer erstmal denke so, Und wenn mir das dann auch als großes, cooles, tolles Stretch-Goal vorgeschlagen wird, noch viel weniger, weil ich dann halt denke so, ja, kannst halt zum Dazukaufen anbieten, würde ich jetzt aber nicht als super Stretch-Goal. Ja, Stretch-Goal. Es kann halt schon wirklich die Karten oder die Qualität des Spiels riesig aufwerten, aber es gibt halt auch so viele Probleme, Box zu klein, zusätzliche Box, die Sleeves sind nicht mehr verfügbar, also man sieht schon, die Probleme sind da mannigfaltig. Und ja, ich verstehe schon, wir bestellen eigentlich nie bei irgendwelchen Crowdfunding-Sleeves mit.
Wir kaufen außer die sind halt wirklich einfach mit drin. Wir kaufen die halt einfach auch selber. Auch wie gesagt, dadurch, dass wir halt auch matt nur noch sleeven, dann, ja, hast du auch noch, sonst hast du auch das Problem mit den Kartenstapeln, dann hast du das schön gestapelt, dann macht es auch einen Fusch für den Flieger. Ja, sleeven ist auch eh so eine Wissenschaft für sich. Wir haben früher auch so, naja, möglichst viele Sleeves für billig. Da hast du so ganz dünn mit ganz wenig Mikron und die sind dann wirklich so flubbelig und gehen auch kaputt. Ich glaube, den Fehler... Macht jeder. Deswegen meine ich, das ist so eine Wissenschaft. Man levelt sich da so rein und mittlerweile bestellen wir eigentlich auch nur noch wie gesagt, eine Sorte. Und wenn dann halt Quality draufsteht, dann heißt es ja auch nicht, dass es Quality ist. Also das was ist wie wir hier Quality machen. High Quality. Und jeder ist halt ja, da so ein bisschen anders drauf und dann gibt es ja auch noch Unterschiede. Das heißt, dann sleevest du und dann ist da auf einmal dann doch so 2 mm Platz und die sagen so, ja, ach, das passt doch. Und du möchtest vielleicht aber so ein Tight Fit haben, also Sleeves, wenn das als Stretch Show kommt. Sarah Not ist kein Beslieber. Nein, kein Beslieber. Mein nächstes Spiel habe ich nicht, denn das liegt oben auf dem Dachboden. Das wollte ich nicht runterholen, denn ich bin faul, aber ich werde es einblenden. Und zwar ist das eine unserer, nein, vielleicht nicht ältesten, aber eine relativ alte Crowdfunding-Aktion von uns und eins der bestbewerteten Spiele auf der Welt. Das ist Gloomhaven. Und zwar ist das Thema meines zweiten Picks einfach zusätzliche Aktionskarten. Weil Gloomhaven damals lief so gut, dass der Cody sich im Grunde richtig die Stretch-Goals aus den Fingern saugen musste. Und das ist auch so ein Ding von mir. Ich hasse Isaac, ja... Isaac, oder? Isaac, ich habe Cody gesagt. Isaac. Auf jeden Fall Isaac Childress. Super vorbereitet, wie immer. Und ein so ein Ding, was ich überhaupt gar nicht mag bei Kickstartern, ist, wenn man denen anmerkt, dass die im Grunde schon von Anfang bis Ende durchgeplant sind und Stretch-Goals immer nur so reingefeedet werden, so Drip-Feed nennt man das, um die Leute halt irgendwie bei Laune zu halten, engaged zu halten. Und das war halt damals bei Gloomhaven gar nicht so. Das lief halt so gut. Er hat halt seine Stretch-Goals, die er sich geplant hatte, halt durchgehabt. Und dann kam echte Stretch-Goals. Und dann kam echte Stretch-Goals, die er sich dann wirklich nur ausgedacht hat. Und eine von diesen Stretch-Goals waren halt auch die X-Karten. Das sind zusätzliche Karten, die jeder der Heldenklassen in dem Spiel halt bekommen hat. Das waren, glaube ich, nochmal 3 Karten oder so. Das heißt, ich glaube, 12 Klassen gab es. Das waren also, es waren nicht unglaublich viele Karten, aber es waren halt zusätzliche Karten, die die Aktionsmöglichkeiten der Charaktere noch erweitert haben und die halt jeder bekommen hat. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Stretch Goal, was man nur bekommen hat, wenn man so eine Special Edition oder so gekauft hat, sondern so einfach integraler Bestandteil des Spiels. Und sowas mag ich halt, wenn Designer oder halt Produzenten sich halt während des Kickstarters wirklich nochmal neue Stretch Goals einfallen lassen und nicht einfach nur Sachen, die sie schon vorgeplant haben und dadurch die Spielerfahrung einfach erweitern. Lustig war, ich weiß nicht, ob Brod Games halt wirklich diese Stretch Goals erfunden hat, weil ich weiß, in meinem allerersten Kickstarter war es so, da war es dann so, oh, wir haben jetzt auf einmal so viel unterstützt, dass mein Preis ja runtergegangen ist, ja, weil umso mehr man produziert, umso weniger wird die Stückzahl pro Preis. Und ja, was machen wir denn jetzt? Wir wollen ja mit dem Preis nicht wieder runtergehen. Dann schmeißen wir jetzt einfach so lange was vom Wert, von der Aufwertung rein, bis es halt wieder passt. Und so war das halt damals so das erste Mal. Und so daher kommt es halt eigentlich, dass es einfach immer günstiger wird für den Produzenten und dann halt die Leute, die es halt unterstützen, immer noch mal was hinterherkriegen. Und ich glaube, es kommt tatsächlich aus dem Boardgame-Sektor. Das ist ja jetzt auch mit anderen Crowdfunding-Sachen übernommen worden mit den Stretch-Goals. Ich glaube auch nicht, dass Kickstarter sich damals gedacht hat, dass Crowdfunding so abgehen wird im Boardgame-Sektor, ja, weil das ist ja irgendwie einer der großen Stützpfeiler mal ich gewesen. Einer oder der immer drei, noch. Ja. Von so neben Technik-Gadgets und diese Fidget-Toys und sowas gibt's da, ist ja Boardgames einer der Stützpfeiler. Und es war halt wirklich am Anfang so, da ist es auch bei so kleineren Einzeldesignern so, dass sie halt wirklich dann noch echte Stretch-Goals machen. Aber diese Auktionen, die halt durchlaufen, wo ich halt merke, boah, jetzt kommt die neue Fraktion. Da gibt es so manche Produzenten, die machen das ganz gerne, es gibt die neue Fraktion. Und dann wird so, alle 10.000 wird dann eine neue Miniatur der Fraktion freigeschaltet und dann eine neue Karte. Und du weißt genau, du brauchst die gesamte Fraktion und alle Karten, um die überhaupt spielen zu können. Looking at you, ist, cool Mini or not. Das ist einfach nur, ich wollte keinen Namen nennen. Auf jeden Fall ist es einfach nur ich so. Ich glaube, das ist schon bekannt, wenn es dann nochmal 3 Karten gibt. Der Kuchen steht Karten. Eigentlich schon fertig gebacken da, aber die Stücke werden halt so geschnitten, dass die Leute halt immer noch schön drauf gucken und weiter Geld geben. Und das fände ich immer ein bisschen blöd. Deswegen mag ich halt sowas wie zusätzliche Aktionskarten, die halt wirklich noch sich frisch ausgedacht werden und die Spielerfahrung erweitern. Finde ich super geil. Kann man, glaube ich, sich auch darauf verständigen, dass das eine gute Sache ist. Aber auch wieder zweischneidig, weil so Sachen, die während der Dings noch dazu erfunden werden, können auch einfach schlecht gebalanced sein. Ja, und meistens. Ich glaube, deswegen wird das heute meistens so gemacht, dann ist es auch schon vorgetestet. Ist ja auch einfacher. Ja. Aber manchmal ist es ja so, dass das Spiel sowieso noch in Entwicklung ist und dann hast du natürlich auch noch die Zeit, das zu playtesten. Aber jetzt einfach nur irgendwas reinzustopfen, nur um mehr zu haben, was aber nicht geplaytestet wurde, das braucht natürlich kein Mensch. Eine weitere Sache. Früher super mega drüber gefreut, weil es das früher halt einfach gar nicht gab. Da gab es den Trench, den bekannten. Oh ja, Fantasy Flight, wir schauen euch an. Und es sind Inserts, die dann während der Kampagne freigeschaltet werden. Mhm.
Und es kann halt auch gut sein, aber meistens ist es halt so, dass jetzt die vom Second Market Anbieter, die dann, was weiß ich, so ein E-Raptor, ein Laserox oder was auch immer. Holzinsatz, dann die aus Schaumstoff. Aus Schaumstoff, hier die Folded Space oder es gibt ja jetzt auch schon ganz viele gedruckte, einfach besser sind. Dann hast du da so ein Insert und da wird dann häufig dann auch noch gespart, gerade wenn es ein Plastik-Insert ist, da ist es dünnes Plastik, dann ist es irgendwie wobbelig und dann passt es halt doch nicht, dass man halt auf dem Secondary Market dann bessere Lösungen findet. Und wenn man dann halt dafür noch extra zahlen muss, ist es meistens ein bisschen doof. Aber es gibt auch gute. Was ich immer richtig schlecht finde bei Inserts, die dann mitgeliefert werden, die dann halt noch so zusätzlich zukommen, weil eigentlich macht jeder heutzutage irgendwie eine Art von Insert, weil du willst die Sachen nicht einfach nur reinschmeißen. Ja, vor allem bei Miniaturen brauchst du auch. Auch gerade bei Kickstarter, wo man viel Geld bezahlt hat. Aber was ich dann hasse, ist, wenn das so super dünnes Plastik ist und das dann sofort bricht, wenn du einmal die Karte falsch reinsteckst. Wir hatten auch schon welche, wo es dann so rausgebröselt ist oder wo du dann nicht ganz genau wusstest, welche Figur wie rein muss. Die muss dann in einer ganz bestimmten Position, aber unter eine andere geschoben werden und die obere muss oder oben geschoben werden. Wir haben das Spiel nicht mehr bei Millennium Blades, da wurde dann später in der Erweiterung wurden auch noch Inserts dazu geliefert, dass man da halt Karten einsortieren konnte. Das war einfach nur so ein langer Trench mit einem Deckel drauf, wo der keine wirkliche Funktion hatte. Da war noch nicht mal Trenner eingebaut oder irgendwas, du hast einfach nur die Karten da reingeschmissen. Und wie gesagt, total unsinnig. Es gibt halt welche, die dann halt auch gut sind, aber meistens ist es tatsächlich so, also ich freue mich dann, wenn gesagt wird, wir machen ein Insert zusammen mit dem und dem Hersteller, die dann schon Erfahrung haben. Die haben einfach noch diesen kleinen Kniff mehr oder wie es dann schöner aussieht oder wie man es dann besser hinstellen kann. Weil meistens ist es dann wirklich so, boah, und dann irgendwie, was weiß ich, wie bei Tidal Blades, da muss die Box nochmal länger gezogen werden, damit das Dice-Stadion ins Insert passt und sowas. Und das ist dann halt immer so, dass ich denke so, Insert, yay. Wie heißen die Inserts, die jetzt auch hier bei den großen Boxen von Mindclash Games sind? Blendest du bestimmt ein, ja. Das sind auch Plastik-Inserts, aber es sind gute Plastik-Inserts. Die sind richtig gut, wo sich halt wirklich Gedanken gemacht wurde. Die passen wirklich gut ineinander, die werden gut gestapelt. Aber deswegen sage ich ja, mit denen arbeiten ja schon ganz viele jetzt von Haus aus zusammen, anstatt sich das selber zu überlegen. Warum blenden wir jetzt so? Weil sie eher, weil sie halt einfach den Blick dafür haben. Ja. Und deswegen dann sagen sie halt auch ganz oft irgendwie, wir arbeiten halt mit denen schon zusammen, die machen das. Dann freue ich mich wieder, aber wenn sie selber sagen so, ach ja, wir machen irgendwie ein Insert und dann kommt irgendwie nur so ein Raster als Insert und du denkst halt so, ja gut, das werde ich dann eh wegschmeißen und ersetzen. Aus dem wobbeligsten Wobbelplastik, was es gibt. Ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das von Isle of Cats war zum Beispiel auch richtig gut. Das war ein Holzinsert. Das war ein Holzinsert. Ja, das muss man aber auch zusätzlich dazu kaufen, das Addon. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie Teil der Grundbox oder ähnliches. War da ein Insert drin? Nein. Das war früher einfach nur ein Karton, wo du die Sachen reinschmeißt. Krass. Ohne irgendwas. Verrückt. Wir haben immer noch nicht wissen, wie diese super Special Deluxe Inserts heißen. Ich werde es dann einblenden. Mein nächster Pick, und zwar eine Sache, die ich liebe, wenn es kommt. Weil ich finde, wenn man in Spielen irgendwie... deswegen spiele ich halt einfach Brettspiele auch nie irgendwie auf dem Computer. Also weiß ich, bei Tabletop Simulator oder so, weil ich brauche diese Haptik. Ich brauche diese Miepel, ich brauche diese Würfel. Und ich brauche halt richtig schöne Token. Und wenn ich mit irgendwas bezahlen muss, mit Papp-Token, finde ich das richtig langweilig. Deswegen liebe ich Metallmünzen. Wie zum Beispiel in Dinogenics. Da sind nämlich richtig schöne, dicke Metallmünzen drin gewesen. Oder auch bei Dinosaur World oder noch bei anderen Spielen, bei Saya und ähnlichem. Wenn ich dann einfach diese Metallmünzen habe und die klimpern auch noch so richtig schön, dann macht das einfach... Die Münzen sind in der Expansion Box. Sind die in der Expansion Box? Nee. Ha, hast Glück gehabt, sonst ist die in der Expansion Box. Da haben wir jetzt beim letzten Mal spielen wahrscheinlich hier reingeräumt. Und man hört das ja einfach schon. Das macht einfach viel mehr Spaß, als wenn ich nur mit irgendwelchen Papptoken spiele und die dann irgendwie staple. Ich finde irgendwie, das bringt so ein Spiel, das ist ähnlich wie die Bedruckung von Meepeln, einfach auf ein anderes Level. Und sowas, wenn sowas halt als Stretch Goal kommt und dann das heißt hier, unsere Pappmünzen werden durch Metallmünzen ersetzt, finde ich mega geil. Kann natürlich auch die Produktionszeit teilweise erhöhen. Da passiert genauso oft wie bei Inserts oder so der meiste Scheiß. Und man muss halt auch drauf gucken, wie es ist. Also sind ja meistens nicht günstig, aber wenn es dann sowas ist für 30 Münzen, $30, denke ich dann auch so, dann könnte ich eigentlich auch mit Euro-Stücken spielen. Also es sollte sich noch in Grenzen halten, aber ich freue mich auch immer sehr über Metallmünzen. Ja, die sind total geil. Wir haben noch mal so ein paar neutrale Metallmünzen, die wir draußen liegen haben, die wir dann ab und zu noch mal rausholen, wenn ein Spiel halt keine Metallmünzen hat. Aber auch da ganz wichtig, wenn ihr Metallmünzen einmal, oder wenn Metallmünzen, bitte mit Nominations drauf, also mit Nummern. Ja, ja. Weil es ist ganz oft, dass man dann sagt so, wir hatten das jetzt, glaube ich, bei Tricerion oder The Gallerist war das, wo Metallmünzen drauf waren, wo keine Zahl drauf stand. Und dann muss man immer sagen,
diese Silbermünze, ist das 3 oder ist das 5? Ja, weil du hast ja meistens ist es eine 3, manches ist eine 5. Eine Bronzemünze, eine Silbermünze, eine Goldmünze. Ja. Und da muss man sich halt immer absprechen. Und irgendwann zwischendurch sagt einer, hä? Ich dachte, die Silbermünze ist 5 und nicht 3. Ja. Oh! Naja, auf jeden Fall. Und wenn ihr eure Metallmünzen anbietet, am besten irgendwie gewasht oder so, dass die so ein bisschen alt aussehen. Wie, wenn man die einfach nur so kriegt, die sind so blank. Das ist ziemlich langweilig. Die waren blank, ja. Die waren nämlich blank und da hat Sarah dann mit Ölfarbe, da hast du, glaube ich, auch ein Video zu, ne? Da hat Sarah dann mit Ölfarbe nochmal so ein bisschen so eine Verschmutzung drauf gemacht, die Münzen einfach viel realistischer aussehen lassen. Und dann, weiß ich, wirken die halt auch nochmal ein bisschen besser, plastischer. Ein bisschen plastischer einfach auf dem Spielfeld. Und wenn man, das ist so ähnlich wie mit Pokerchips. Wenn man irgendwie so Pokerchips hat, immer so klack, 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 ist das mit den Münzen mit dem Chaka Chaka genauso. Es ist besser zum Greifen, weil dann werde ich nämlich da gleich reingrätschen. Weil auch ein Stretch Goal, wo man sich früher, das sind alles so Sachen, wo man sich früher gefreut hat und es dann einfach übertrieben wurde. Wenn als Stretch Goal ist dickere Pappe. Und früher war es so, da waren ja wirklich Boardgame-Ressourcen aus Papier. Ja. Und dann war das halt richtig cool, dickere Pappe zu machen. Und Basti streicht was weg. Nö, ich streiche nur ein paar. Unwichtig. Und dann ist es aber übertrieben worden. Hast du jetzt was von Tsukuyomi? Und die dickere Pappe wurde einfach immer dicker. Dicker. Und dass sie halt zum Nachteil wurde. Und ich habe jetzt hier bei Tsukuyomi zum Beispiel, da sind sie halt wirklich aus Maximale gegangen, also richtig fette Pappbögen. Und dann ist es halt aber das Problem, dass hier diese Zusammenlaminierung von diesen verschiedenen Pappschichten meistens nicht mehr hält, gerade wenn das irgendwie rumfliegt, wenn es aneinander stößt, dann fängt das an, sich aufzuspreizen. Und halt auch gerade Sachen, die du viel händelst, wenn du halt irgendwie Geld oder Token hast, ist das ganz schnell, dass hier irgendwie die Ecken angedetscht sind. Weil es einfach zu fett und zu dick ist und dann dadurch halt auch zu schwer wird. Das sind halt alles verklebte Lagen Papier, die dann halt zu dieser Pappe werden. Und es wird halt immer schwerer. Umso mehr Lagen du hast und umso mehr Klebstoff, umso mehr Möglichkeiten hast du, dass halt irgendwo die Klebung bricht. Genau, und dann halt zum Beispiel halt auch Feuchtigkeit reingeht, weil halt diese Kante auch so groß ist. Das heißt, dann sind die Brettspielkomponenten einfach anfälliger geworden. Und deswegen ist es halt inzwischen, wenn ich dann sage, wenn dann irgendeiner sagt, dickere Pappe, Black Core oder so sonst was, wo ich dann denke so, ja, also ich mag das vernünftig. Ich mag das noch bei Spielkarten, wenn die eine gute Qualität haben. Also ich mag echt diese Wobbelkarten, finde ich ganz schlimm. Ja. Spielkarten oder Aktionskarten müssen halt schon ein bisschen stabil sein. Da gebe ich Sarah auf jeden Fall recht. Bei dem Spiel ist es so, wenn wir das gespielt haben, muss ich fast immer nochmal den Spieltisch saugen, weil die auch unglaublich stauben. Ja, die stauben, genau. Wenn man jetzt irgendwie die Box aufmacht, ist halt alles voll mit so einem gräulichen Staub, der halt von diesen Kanten halt runterrieselt, weil da sind halt auch relativ viele von diesen Teilen drin. Und trotzdem fühlt es sich halt irgendwie, auch weil die Druckqualität, ich meine, das Spiel ist fantastisch, aber die Druckqualität, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich nicht so deluxe an, wie es sein sollte. Und dann ist halt auch noch, dann brauchst du auch eine vernünftige Stanzung, weil du musst natürlich auch durch die ganzen Lagen von Pappe durch. Oh, da hat's und dann bist du dann da mit dem Skalpell teilweise am rausschneiden. Deswegen bin ich immer vorsichtig. Früher, wie gesagt, hat man sich mega gefreut, weil wirklich, wenn man alte Spiele aufpackt und manchmal da die Komponenten sieht und man hat es irgendwie, die Token sind aus Packpapier gefühlt. Da war es halt immer cool, aber irgendwie ist es dann aus dem Ruder gelaufen irgendwann und es ist halt einfach zu dick geworden. Da kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie das überhaupt ist, falls ihr das gar nicht wisst, was Stanzen ist. Weil ihr habt ja, jetzt kommt der ihr habt ja immer eure Bögen, eure Stanzbögen, aus denen ihr dann halt diese ganzen Teile rausbrecht. Aber wie kommt denn eigentlich diese Stanzlinie zustande? Mit einer Stanze. Ja, ist einfach so. Ihr habt dann einfach diesen Bogen auf der einen Seite und ein Messer auf der anderen Seite und durch Druck wird das dann halt zusammengebracht. Und umso dicker das Material ist und wenn das Messer dann irgendwann mal anfängt stumpf zu werden nach 1000 Stanzungen oder so, dann wird es halt nicht mehr ganz durchgestanzt und dann habt ihr halt das Problem, dass euch wirklich die Ecken rausbrechen. Ich glaube, jeder der Zuschauer hat schon mal einen Locher benutzt. Es ist ein Locher. Ein Locher ist keine Stanze. Ja, ein Locher, aber mach Stanz doch. Ein Locher stanzt Löcher, aber der macht halt nicht diese Linien. Ja. Das ist dann für Sarahs Zweitkanal. Sarah locht. Sarah stanzt. Sarah ja, stanzt. Also bitte. Basti locht. Sarah stanzt. So. Was? Dann bist du dran. Ich muss mal gucken, ob ich mir das rausgelegt habe. Ja, habe ich. Ups, guck es nicht hin. Das nächste ist auf jeden Fall was, wo wir, glaube ich, uns alle drauf einigen können, wenn es gut gemacht ist. Weil es gibt auch ein paar Spiele, da ist es nicht gut gemacht und dann nervt es. Aber wir lieben hier in dieser Wohnung
Double Layered Player Boards. Es gibt, glaube ich, kaum was, was so geil ist, wie so ein Double Layered Player Board zu haben, auf dem man dann so Sachen hin und her schiebt und es verwackelt halt auch nicht. Wenn halt irgendwer einmal dagegen kommt, rutscht nicht alles durch die Gegend und man fragt sich halt so, was hatte ich jetzt an Gold und an Energie, Mana, keine Ahnung. Looking at you, Eclipse, erste Edition, buff, ganzes genau Spiel kaputt. Genau das. Und das ist halt einfach so cool, wenn man dann einfach diese Double Layer Player Boards hat, wie jetzt hier zum Beispiel bei Tainted Grail. Ich werde das nochmal eine Großaufnahme machen, wo man halt wirklich so Einbuchtungen hat, wo man alle Ressourcen reinlegen kann, nichts verrutscht, man, also vor allem hier gerade bei Awaken Realms ist halt auch richtig dick, also ist richtig cool gemacht, auch richtig dick, aber qualitativ geklebt halt, yeah. Das ist halt ein ganz, obwohl es auch so dick ist oder sogar noch dicker als die Teile von Tsugiyumi. Na, es sind ja zwei verschiedene, fühlt es sich qualitativer zwei verschiedene an. Dünnere Teile, die dann aufeinander geklebt wurden. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, dass man da teilweise noch Sachen so reinslotten kann, wie jetzt hier zum Beispiel die Helden, dann, passt das überhaupt hier? Ja. Es muss natürlich gut gestanzt sein, sonst passt es nicht. Dann bringt das halt gleich nochmal eine zusätzliche Stufe von Funktionalität mit. Und das finde ich halt einfach richtig cool. Also, aber auch da, zweischneidiges Schwert. Wir hatten lustigerweise das allererste Spiel, was das angeboten hat. Da hieß es auch noch nicht Double Layered. Der Begriff ist erst später gekommen. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Irgendwie aufeinander laminierte Pappen oder wir so. Wir hatten ein Foto von einem Kickstarter eingeladen. Du meinst Hegemonic, ne? Hegemonic, ja. Also nicht Hegemony, sondern Hegemonic. Oh, das war eins der Spiele, die Sarah am allermeisten gehasst hat in ihrer Brettspielkarriere. Oh ja. Und das kann aber halt auch zweischneidig sein, weil Bretter, die aufeinander laminiert werden oder geklebt werden, neigen zum Warpen. Und wenn da die Qualität halt nicht entsprechend ist, dann hast du halt die ganzen getellerten Boards. Das ist halt auch schlecht. Wenn Feuchtigkeit reinzieht und sich dann Komponenten der Verklebung verschieden bewegen, dann fangen die halt an zu tellern. Und das ist halt auch das mit dem dicker werdenden oder dicker werdende Pappe. Umso dicker es wird, umso eher, habe ich auch schon gesagt, ist es halt anfällig gegen Feuchtigkeit, gegen Tellern. Deswegen, ja. Aber ansonsten, wenn irgendwo steht halt, wir haben Double-Layered Player Boards oder jetzt Stretch Goal Double-Layered Player Boards, finde ich mega cool, bin ich absolut immer dabei, weil es einfach eine geile Sache ist. Jetzt werde ich es mir mit einigen, glaube ich, versauen. Ich werde es mir mit meinem nächsten Pick mit dir versauen. Ich werde es vielleicht mit dem Pick auch schon mit dir versauen. Es geht um Spielkarten. Es geht um das Ultimative, wo alle immer aufschreien, geil, es ist freigeschaltet, Linen-Finish-Karten. Und ich denke immer so, weil auch da qualitativ massive Unterschiede. Linen-Finish ist nicht gleich Linen-Finish. Es gibt halt wirklich das mit dieser Textur drauf. Wir sagen immer Linen-Finish. Heißt es Linen oder Leinen-Finish? Wahrscheinlich ist es Leinen-Finish. Aber die Amerikaner sagen immer Linen-Finish dazu. Dann sagen wir das jetzt auch. Deswegen wiederholen wir es jetzt einfach so. Wenn es falsch ist, die Amis sind schuld. Und das halt, dass du diese Textur halt wirklich drauf hast. Und es gibt aber auch schon so dieses Gefakte, was man jetzt viel gesehen hat, dass so eine platte Karte, da siehst du, dass nur so reingestanzt wurde, okay. Dass du halt dieses Muster hast. Und was ich halt auch finde, wie gesagt, qualitativ super unterschiedlich, aber so die Leute gehen immer sofort, Linenfinish ist eine gute Qualität. Und sleeven dann ihre Karten. Dann ist es eh egal. Das sowieso. Und dann ist es halt auch so, dass wir halt festgestellt haben, wenn du halt wirklich diese Struktur hast, dass sich das halt auf den Strukturen abreibt. Ja, es kommt dann noch auf die Qualität. Genau, weil es halt rau ist und sie reiben halt rau aneinander. Und dann sind halt wirklich die Sachen, die halt erhoben sind, die gehen schneller kaputt. Und dann ist das halt auch so eine Sache, so dann ist das für mich qualitativ halt keine Aufwertung. Es gibt halt super krasse Karten. Ich glaube, diese Bicycle-Karten, die sind alle mit Linen-Finish. Die sind ja so das Beste, was man so haben kann. Das sind doch so diese Trick-Karten, mit denen Zauberern viel arbeiten. Ach so, und so. Ja, okay. Und ja, eigentlich jedes Fantasy Flight Game hat halt Linen-Finish. Oder mittlerweile schon ganz viele Anleitungen von Stonemaier Games. Ja, wo ich glaube, das ist nicht Linen-Finish, das ist so ganz... Aber auf jeden Fall auch so eine Lackierung. Können eine Lackierung auf Karten sagen. Ja, genau, aber wo Linen-Finish sollte ja eigentlich keine Lackierung sein. Das sollte ja eigentlich schon das Material sein, was oben drauf ist. Das ist ja nicht lackiert. Ist eine Lackierung. Ja, nee, es ist ja schon eine Struktur, die du halt hast. Normalerweise soll das ja diese Papierstruktur auch in einem gewissen sein, die so gewebt ist. Das ist nicht nur eine Lackierung, die da oben drauf lackiert wird. Dann würden sie sich auch nicht aufreiben. Wisst ihr mehr? Schreibt es in die Kommentare. Also es ist auf jeden Fall eine Struktur von dem Papier, von dem Druck. Und es ist nicht automatisch geiler. Also wenn dann die Leute abgehen, so, ja, geil, endlich. Wo ich dann denke, so, es gibt eine Karte, die ist geiler. Also die Karten sollten schon gute Qualität haben. Zum Beispiel hier so eine Sache bei Tsukuyomi. Die Pappdinger sind super fett.
die Karten sind wie aus Papier, die muss man alle besleeven. Ja. Und das war dann halt auch so eine Sache, so hättest du da vielleicht den Millimeter weggenommen und den da drauf gepackt. Und deswegen ist dann halt immer so, wenn dann das kommt so, oder Black Core, so, das gibt so viele Qualitätsstufen an diesen Oberbegriffen und die Leute sind halt dann halt nur am Jubeln. Das ist so eine krasse Wissenschaft, überhaupt halt Kartonagen herzustellen. Auch bei Plastikkarten. Bei Plastikkarten gibt es halt auch extreme Unterschiede, was das angeht. Und dann kommen die Plastikkarten dann eh noch ins Sleeves rein bei den Leuten. Also von daher, gib mir einfach eine vernünftige Qualität Karten und dann ist gut. Und dann kann jeder das sleeven oder machen, was er halt sonst noch will. Aber wenn dann halt wirklich dieser Chor von Lindenfinish-Liebhabern immer kommt und sagt so, das ist jetzt das. Und dann kommt die Karte an und rein in den Sleeve. Was, glaube ich, ganz cool ist, sind so Holokarten. Diese Holokarten, da ist man der Boss, ne? Ja, Holokarten ist wie Pokémon-Sachen aufmachen. Ich glaube, welche Karten relativ gut sind, also wirklich auf einem guten, hohen Punkt, wo man auch nicht groß rüber muss, sind, glaube ich, die von Frosthaven, Gloomhaven. Die haben eine relativ gute Qualität, die sind stabil, die kann man halt auch gut handeln. Wir stecken halt die Karten, die viel geschuffelt werden, halt auch in Sleeves, aber halt auch nur die. Und alles andere bleibt halt außen, weil... Wenn man so ein Spiel wie, überleg mal, du müsstest sowas wie Aeon Trespass sleeven, 1200 Karten. Ja, es gibt Leute, die das gemacht haben. Und da ist der Karton auch viel zu klein für uns. Ja, also von daher, wenn das dann immer kommt, denke ich halt immer so, ja gut, es sagt jetzt irgendwie nichts aus, so, ne? Das ist halt irgendwie, wenn du sagst so, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ein Steak gekauft. Was für ein Schnitt. Welche Qualität. Ja, so, Dry ne? Age, nicht Dry Age. Ja. Also es sagt für mich halt nichts mehr aus. Und ich kann mich dann in diesen Chor der Jubelnden immer nicht einreihen. Darfst du wieder dann. Mein letzter Pick. Ist mein letzter Pick schon, ne? Ja, mein letzter Pick. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass das ein Stretch Goal war oder einfach nur ein festes Upgrade in diesen Spielen. Aber ich finde, das könnte auch gut ein Stretch Goal sein für manche Spiele. Und da wird Sarah mir nicht zustimmen. Und das passt eigentlich nicht zum Kern unseres Kanals hier. Sagst du das gegen Miniaturen? Und es sind pre-painted Minis. Das ist eine Sache, die Sarah gar nicht mag. Das ist halt eigentlich, es gibt nur zwei Spiele, die ich kenne, die das im Grunde fest mit drin haben. Einmal Zaya von Cody Miller? Bestimmt. Und das Nachfolgespiel, Arydia, das haben wir noch nicht bekommen, das ist auch ein Crowdfunder, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr ausgeliefert wird. Und bei beiden Spielen hat man pre-painted Miniaturen. Wir hatten auch sowas wie Forgotten Desert. Ja, oder halt schon vorgeschadete Miniaturen wie bei Max vs. Minions. Oder die Helden einfach bei Max vs. Minions, die sind auch schon vorbemalt. Ja. Und ich finde... Auch wenn das natürlich eigentlich nicht Kern unseres Kanals ist, weil wir ja eigentlich Miniaturenbemalungen hier auch propagieren, finde ich eigentlich, dass vorbemalte Miniaturen einen ganz tollen Vorteil haben können. Und zwar vielleicht manchen Leuten, die so Miniaturen spielen, vielleicht so ein bisschen abgeneigt sind, so ein bisschen die Angst zu nehmen vor den Spielen. Weil ich finde, es gibt, also manche Leute stört das nicht, aber es gibt halt viele Leute, die sagen sich, ja, warum soll ich mir ein Miniaturenspiel kaufen? Da sind das alles nur so graue Plastikblobs, ja. Da kann ich mir genauso gut auch Standys kaufen. Wenn die ja aber schon kommen mit vorbemalten Miniaturen und man hat gleich ein komplett bemaltes Spiel out of the box, finde ich, ist das ein riesen Vorteil, den Miniaturenspiele dann einfach haben können. Und wenn es halt, wenn es diese Möglichkeit mal als Stretch Goal gibt oder irgendwo gab, finde ich, das ist eine mega geile Sache. Nein, also ja, also nur, wenn man das einzeln dazu becken kann. Weil ich kann ja auch schon mal sagen, ich hatte noch als Punkt zum Beispiel gewuschte Minis, wo man nicht die Option hat, es ohne zu nehmen. Ja. Awakened Realms hat die Option, es nicht zu nehmen. Und hier ist es halt auch so bei den Cody Miller Spielen, da nimmst du das halt einfach mit und dann sage ich mir halt so, okay, dann bezahlst du halt die 20, 30 Euro pro Copy mehr, die das halt kostet zu produzieren und du brauchst es halt eigentlich nicht. Deswegen finde ich sowas halt immer geiler, wenn es halt optional ist, vor allem, weil du vorher ja meistens nicht die Qualität kennst. Bei Zaya ist es jetzt in Ordnung, bei sowas wie Forgotten Desert oder so, das gab ganz viel so diese Hero-Clicks-Figuren oder es gab auch schon so ein paar Woodwars-Figuren, wo die dann pre-painted waren und du hast halt einfach nur drauf geguckt und das eine guckt nach da, das andere Auge ist blind. Aber manche Leute stört das halt auch gar nicht, weil die einfach nicht diesen Qualitätsanspruch haben, den wir jetzt vielleicht haben. Ja, Leute, oder die vielleicht blind sind oder so, die stört das nicht. Also das, also ich verstehe das schon, dass manche da halt voll drauf stehen. Ich finde es halt geiler, wenn es halt eine Option ist, genauso wie bei mir auf meiner Liste mit dem Wash. Ich finde es halt immer besser, wenn es halt optional ist, weil ja auch, wie jetzt zum Beispiel bei Zaya, konnte man es ja auch nicht wissen, Firmen, die häufig das zum ersten Mal machen,
Bei denen sieht das häufig nicht gut aus. Ja. Also das oder erste es dauert Mal, sehr viel länger in der Produktion, bis die ganzen Farben genau, und Qualitäten einfach stimmen. Auch bei den American Vamps, beim ersten Sundrop, das war, glaube ich, damals bei Lords of Hellas, das sah grauenhaft aus. Ja, das stimmt. Grauenhaft sahen die Figuren aus. Und so zum Beispiel auch bei Erstlingswerken Dwellings of Elderville, da waren Wasch auf die Figuren. Grauenhaft, als ob du es irgendwie durch eine Ölpfütze gezogen hättest. Und die brauchen meistens die Firmen so 2, 3, 4 Anläufe, bis es halt klappt. Awake Man zum Beispiel designt seine Figuren extra jetzt schon so, dass sie für Sundrop geeignet sind. Deswegen haben die auch so hohle Augen, wenn genau, man dann die unbemalten Figuren kriegt. Genau, damit sich das Wash halt reinsetzt. Ist aber schlimm für Maler, wenn du dann Augen malen willst und das sind einfach nur so leere Löcher. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, wie gesagt, sowohl positiv wie auch negativ, ich habe halt gerne die Wahl. Und bei uns ist es halt immer so, wir wollen halt nicht das extra Geld dafür bezahlen, weil ich möchte jetzt keine Sundrop-Figur, über die ich eh halt drüber male. Da hast du halt praktisch dieses theoretische Geld mehr bezahlt. Ja. Und malst dann halt drüber. Ja, weil wir das halt einfach so finden, dass es einfach dann besser aussieht. Und bei denen ist es halt jetzt auch zum Beispiel so, es ist häufig bei so vorgepainteten Sachen, die sind dann sehr dunkel. Weil die so... oder verwaschen halt auch. Ja, die sind halt so verwaschen und so eingematscht, weil die halt meistens nur noch durch ein schwarzes... General Wash gezogen werden und dann sind die halt so super grimy und das ist halt, bei dem Spiel geht das. Ja, bei dem Spiel passt das halt auch, so ein bisschen wie Star Wars, alles ein bisschen. Ich bin dann gespannt, wenn dann die Menschen kommen oder die Figuren von Arrydia und dann mich jeder anschielt und ich dann irgendwie erstmal alle Augen neu malen muss, von daher ja. Das Spiel ist übrigens eine ganz gute Kombination aus den Dingen, die wir jetzt alle angesprochen haben. Wir haben Pre-Painted Minis, wir haben Metallgeld, wir haben Lin-Finished-Karten, wir haben einen, ja, das ist so ein Lin-Finish. Wir haben einen Insert, ein spezielles, das habe ich jetzt gebaut, weil mir das Insert von Saya nicht gefallen hat. Das habe ich gebaut. Wir haben keine Double, das hast du gebaut, das habe ich gebaut. Das habe ich gebaut, ich habe extra den Dings, damit man es rausnehmen kann, gebaut. Das hat Sarah gebaut, wir sind schon eins. Und es ist einfach so eine Kombination und hier haben bestimmt auch noch irgendwelche anderen Teile, die alle reinpassen in dieses Video, aber... Wie gesagt, das sind halt meine positiven Picks, Sarahs negative Picks. Also ich habe noch einen, das ist auch Lindfinish, aber das ist auch nur so ein Gestanzte, da sind auch nur so Löcherstanzungen drin. Aber es ist die Kartenoberfläche. So, jetzt hatte ich ja meinen fünften Pick, den haben wir schon weggenommen, mehr oder weniger, mit Wash auf Minis, die nicht optional sind. Dann kann ich ja meinen Nachrücker-Pick noch nehmen. Unnütze Miniaturen. Unnütze Miniaturen, genau. ich liebe Miniatur, die ist jetzt von Aeons Trespass, ist unglaublich beschissen angemalt, weil ich auch keinen Bock drauf hatte. Das ist jetzt zum Beispiel ein aktiver Spielermarker. Und der ist erstmal viel zu groß, weil man greift ja auch so bei den Tisch rüber, man sieht es schon durch diese Zacken, ist das Ding die ganze Zeit am Rumwabbeln. Und er macht doch einfach die Powerpose. Ja, und es ist halt super unsichtbar. Da wäre es halt praktischer gewesen, zum Beispiel einen Marker zu haben für jeden Spieler, aktiv Zug schon gemacht. Einfach einen schönen, gut produzierten Pokerchip. Ja, einfach jeder so ein Ding zum Umdrehen. Einfach aktiv, einfach Pokerchips zum Umdrehen. So ist es ja so, wenn ich da hier das hinschiebe und wir schieben es dann weiter an den Simon und die Runde geht eine Weile, dann ist auch schon so, war Basti schon dran? Basti sagt, nee, ich war noch nicht dran. Gut, wir haben jetzt Aeon Trespass, die erste Kampagne, alleine durchgespielt. Also zu zweit und wir brauchten sowas nie, weil wir zu zweit natürlich immer wussten, wer gerade dran war. Nee, wir haben dann die Triskele immer auf den Charakter gelegt, um halt anzuzeigen, dass der schon gespielt hat, dass wir nicht durcheinander kommen, weil das hätte dabei auch nicht geholfen. Da weißt du zwar gerade, wer aktiv dran ist, aber nicht, welche Figur dann zum Beispiel seinen Turn schon gehabt hat oder noch nicht gehabt hat. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen Plastikverschwendung, das muss man schon sagen. Ja, genau, und da würde ich dann halt einfach das Geld einsparen und dann halt einfach was Vernünftiges machen. Wie gesagt, da wären mir halt diese Token um einiges lieber gewesen. Wir haben es jetzt mit den Triskelen gemacht, mit dem Abdecken, aber... Ich bin ein Mini-Fan, aber sie müssen halt vernünftig sein und sie müssen halt auch einen Sinn haben. Ja, und auch gut geplant sein. Selbst wenn wir den benutzen, der ist viel zu groß mit seinen doofen Zacken. Noch ein Beispiel wäre zum Beispiel die Monumente, die man bauen kann bei Vindication. Riesige Plastikdinger, um nur mal halt anzuzeigen, dass du halt dein Monument gebaut hast. So, stimmt. Ne? Mhm. Aber dann stellst du es hin, hast halt so einen riesigen Kreis, blockiert irgendwie den halben Tisch. Nur um anzuzeigen, dass du das halt gemacht hast. Also es sollte halt schon sinnig sein und da würde ich dann lieber das Geld einsparen oder dann macht lieber nochmal was anderes Vernünftiges zu. Vernünftige Kartenqualität oder pult nochmal das Ding Pappe mehr runter von euren Token, damit es nicht zu dick wird. Es sollte halt vernünftig sein, dann kann man auch die Box vielleicht wieder ein bisschen kleiner machen. Ja, wie gesagt, anstatt von dem einfach 4 Marker, die man drehen kann aus Plastik oder Pokerchips. Das war zum Beispiel bei Isis Vanguard auch, dass man einfach sieht, man hat seinen Turn schon gemacht, gerade auch wenn wir zu zweit spielen, wir haben ja 2 Charaktere und dann weiß man nicht,
Habe ich jetzt mit dem schon gespielt oder habe ich mit dem gespielt? Einfach so plump, ein Schild. Also ich habe den auf jeden Fall nicht einmal vermisst, diesen komischen Starplayer-Marker, und ich sehe auch den Sinn nicht. Ja, und ich habe den auch nur so probeweise angemalt. Die Probe hat nicht geklappt, aber mir war es auch völlig egal. Hauptsache, das Ding ist bemalt. Ich wollte nicht dieses unbemalte Ding zwischen ganz bemalten Dingern liegen haben, aber wir werden es nie benutzen. Richtig. Außer, und deswegen war auch ein kleiner Grund, warum ich den nochmal angemalt habe, wir hatten auch schon mal so ein Spiel, wo auf einmal der Startspieler-Mark auf einmal zum Monster geworden ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es bei Eon Stressbus passiert. Und danach hast du auf einmal so eine unbemalte Miniatur gegen dich. Also, das passiert wahrscheinlich noch irgendwann in, weiß ich, Cycle 2 oder 3 oder 15. Und dann bist du froh, dass du ihn bemalt hast. Deswegen, ich bin ja schon schlau. Wir sind ja schon Kampagnen erfahren und Stretch Goal erfahren. Ja, das war so unsere Lüste lustig. Man hätte auch jedes Mal. Unsere Lüste Lüste? Lustig, lustig. Du hast kannst was, du hast was Positives gesagt. Ich habe das. Es war alles immer so zweischneidig. Ne? Also nicht alles ist immer pauschal gut oder pauschal schlecht, wie man halt sieht. Das ist uns eh immer wichtig, dass wir sowas sagen, weil wir wollen halt auch nicht immer nur negative Sachen vorkehren oder positive Sachen. Es ist halt irgendwo immer so dieser gesunde Mittelweg. Man muss ja halt immer vorsichtig sein. Es gibt eigentlich nichts mehr von den Stretch Goals, wo ich sage so, ja, geil, es ist vielleicht sowas Banales wie noch einen neuen Charakter oder so. Aber dann ist auch wieder so, ist das gebalanced? Weil es hilft ja nicht, irgendein Zeug reinzupacken, was dann unbalanced ist und nicht funktioniert und man wieder aussortieren muss. Von daher schreibt uns mal gerne, was ihr so, wo ihr euch immer freut oder wo ihr euch inzwischen nicht mehr freut, wo ihr dann so ein bisschen vorsichtig geworden seid, weil ihr gesagt habt, so, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne einen Daumen da, da freuen wir uns auf jeden Fall. Da freut sich auch der allmächtige YouTube-Algorithmus. Ja, der freut sich immer. Wir müssen ihm alle huldigen, damit ihr auch in Zukunft Videos sehen könnt von uns. Und ja, wie gesagt, vielen Dank beim Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen lustig. Und Basti darf gleich, hat bestimmt eingeblendet, wie die Trays heißen von der Firma. Ich bin so traurig, dass du es nicht weißt. Ist das irgendwas mit Trays? Ich guck's gleich nach. Das macht einen verrückt. Das nagt so einem eigenen Gehirn. Dann bis zum nächsten Mal. Meerschweinchen in 3, 2, 1. Meerschweinchen.